Ja. Das war ich. Oh. Fuck. Und damit willkommen zurück zu Cyberpunk 2077. So, ich werde mal aufstehen. Wird Zeit jetzt, ne? Mal gucken, was eine Sekunde. Hier noch so passiert, was mit Evelyn noch so passiert. Was muss ich jetzt? Ich muss jetzt mit Evelyn sprechen, ja, alles klar. Ich bin nur noch mal luschern, ob hier noch irgendwas ist, was ich hier einsacken kann, mitnehmen kann. Ach so, danke für die Hilfe, ne? Danke, Judy. Ehrlich. Und keine Sorge. Ich weiß, was ich tue. Du bist cool, Judy. Ja, okay, gut, dann gehe ich jetzt zu Evelyn. Hey! Wir müssen los. Okay, ich folge dir. Und? Was denkst du? Worüber? Was ist dein Verhältnis zu Yorinobu? Was denkst du? Glaube, ich weiß jetzt, warum du so viel über Yorinobu weißt. Ganz einfach. Männer reden gern im Bett. Zu gern. Also geht es nur um Sex. Business. Und nichts anderes. Bist du sicher, dass er keinen Verdacht Bist du dir sicher, dass Yorinobu so einen Zug von dir nicht erwartet? Der ahnt nichts, glaub mir. Ist zu beschäftigt mit Netwatch, als dass er mir so viel Beachtung schenken könnte. Außerdem, selbst wenn er etwas ahnt, spielt das keine Rolle. Er wird nicht rechtzeitig reagieren können. Dafür sorgst du doch, oder? Du machst dir keine Sorgen? Arasaka wird jeden überwachen, der Geschäfte mit Yorinobu gemacht hat. Oh, das wird eine ziemlich lange Liste. Voll mit großen Namen. Viel wichtiger, als ich es bin. Wen werden die wohl zuerst abhaken? Konzernköpfe und Gangster? Oder ein kleines Betthäschen wie mich? Infos über Yorinobu, der Chip, der BD aus dem Konpeki. Der Wind steht günstig, der Plan ist wasserdicht. So ein Job ist eine einmalige Gelegenheit. Hm, danke. Und jetzt die Pointe, bitte. Es klingt einfach zu gut, um wahr zu sein. Wo ist der Haken? Kalte Füße. Willst du jetzt etwa aussteigen? Ich will wissen, ob du echt alles unter Kontrolle hast. Und du mich nicht in eine Güllegrube schickst, aus der ich nicht mehr rauskomme. Wie? Ich habe keinen Grund, dich reinzulegen. Wir stecken da beide drin. Ehrlich. Ich habe das im Griff. Vertrau mir. Hm. Und? Was jetzt? Wie? Erledige den Job für mich. Nur für mich. Kein Aufteilen des Profits mit sonst wem. Keine Mittelsmänner. Kein Dex. Du willst unseren Fixer bescheißen. Ich wusste, das stimmt was nicht. Dex ist nur ein Vermittler. Und zu diesem Zeitpunkt auch völlig nutzlos. Evelyn, Fixer hält man bei Laune. Diese Regel kennt jeder Söldner dieser Stadt. Und jeder hält sich dran. Wenn wir es richtig anstellen... Vergiss es. So ein Fehler kostet mich den Ruf. Und ohne guten Ruf bist du ein Niemand. Willst du das wirklich riskieren? Die Frage solltest du dir stellen. Willst du den Rest deines Lebens Gavs frittieren? Oder über Nacht zur Legende werden? Ich weiß nicht. Du hast die Wahl. Ich habe echt keine Ahnung, ne? Wir denken noch drüber nach. Wenn ich einwillige, wird das ein Höllenritt, ganz sicher. Ich weiß. Aber egal, wie du dich entscheidest, das bleibt zwischen uns. Ich kann dir 50% anbieten. Genug Eddies, um alles zu machen, was du willst. Hm. Das wär's für mich. Dex wird mir so ein Ding niemals verzeihen. Es gibt noch andere Fixer außer Dex in der Stadt. Ein Angebot wie meins bekommst du nur einmal. Ich denk drüber nach. Ich weiß nicht. Mhm. Ruf mich an, wenn du genug vom Nachdenken hast. Okay. Viel Glück. Jetzt geh. Ich muss mit Judy reden. Ich bin echt, überfragt. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist. Wie sieht's aus, Miss V? Oh Gott. Evelyns Aufnahme aus dem Konpeki.
war die Mühe wert. Wunderbar. Ibak hat schon angerufen. Sie ist schon am Werk. Was ist mit dem Flathead? Bisher nichts. Bin noch dabei. Tibak meint, dass das ohne den Bot nichts wird. Dann mal an die Arbeit, Miss V. Gestern Nacht um 4, Gina und ich sitzen an der Bar. Und sie labert von diesem Bankkram. Bla, 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 bla. Und ich versuche die ganze Zeit, auch mal zu Wort zu kommen. Weil sie mir die Nachmittagsschicht abnehmen muss, damit ich meine Torte abholen kann. Hola, wie sieht's aus? Jackie, ja, Jackie, ich, einmal taumelt diese zugedrohnte Typ melde dich bei Militech-Agentin Meredith Scout, optional. Triff dich mit Jackie. Wo ist denn die Scout? Zieh dir das rein. Der Typ leid, er will echt nicht Spaß. Warte mal, das ist ja... Komm ich denn zu der? Weiß, das ist nicht erlaubt, aber er zahlt das Dreifache. Und was macht Gina? Schleppt den Loser zu einer Kabine. Der war so heiß. Bist du das? Bin nicht in der Stimmung. Geh bitte einfach. Gefahrene Sexspielzeuge gehalten hat. Gina lädt also die Orgie mit einer Orgasmus-Endlosschleife zum Schluss. Hey. Glaub er nicht, und er hat... Alles ist in Ordnung, echt. Sag mir doch einfach die Wahrheit. Oh, geht's mir beschissen. Muss den Pegel halten. Hallo, tschüss. Ja, ja. Bin schon dabei. Ah, hier. Ja, und wo muss ich jetzt hin? Matteo. Ich glaube, ich muss mal auf die Map. Karte. Meredith... Scout. Wo ist die denn? Hier, was ist das? Nee. Triff dich mit Jackie? Ja, schon klar. Aber, also er, ja, dann gehe ich erstmal dahin, würde ich sagen. Aber es ist eine optionale Geschichte. Wo ist die Tante denn? Militech-Agentin Meredith. Kann ich die anrufen? Da. Scout hier. Zuerst sagst du mir, woher du diese Nummer hast. Ich habe mehr als nur deine Nummer. Hab gehört, du hast einen Konvoi verloren. Du da, stopf ihm das Maul! Raus mit der Sprache, was weißt du? Lass uns treffen, genau. Nicht am Telefon. Lass uns treffen. Ein Deal aushandeln. Ein Deal? Na gut. Erste Ausfahrt auf der Skyline Richtung NID. Sturmkanal unter der Überführung. Wir treffen uns dort. Okay. Okay, let's go. Oh Gott, Autofahren. Oh nein. Ich habe eine kleine Sache. Hat sich einer gefällt? Gibt's ein Problem? Tschüss, Mädels, ne? Ihr wart voll nett und so. So, jetzt muss ich mal gucken. Das ist sau weit. Wir müssen Auto fahren. Hilft nicht. Nee, ich will hier raus. Hallo. Ja, danke. So. Wie kann ich das rufen? Mit V. Okay. Auto? Jackie, bist du da drin? Nee. Ach, ich bin ja auch blöd. Nee, bitte Fahrerseite. Ja, danke. So, ich weiß nicht, ob das gut ist. Hallo? Könnt ihr mal fahren? Ich fahre da jetzt mal hin, ne? Also hier. Ich hab grün.
das ist so ein Geier immer. Aber vielleicht kann ich ja irgendwann zum Ende des Spiels besser zocken. Ja, cool. Wie sieht's aus, Leute? Ja, was soll ich jetzt machen? Wie hupt man eigentlich? Warte mal. Einstellung, Hupen, Tastenbelegung, Autofahren, Dings. Hier, Fahrzeug. Ne. Handbremse, Leerzeichen und Hupe ist links Steuerung. Und Radio ist R. Ah. So, was ist denn jetzt? Hallo? Hallo, fahr mal, bitte. Was ist da los? Sorry für das Geier, ne? Aber ich kann das hier nicht so richtig regulieren. Oh Gott, wo bin ich denn hier überhaupt? Ich kenne mich ja auch nicht aus in der Stadt, ne? Das ist ja so ein bisschen... Konzentrier dich bitte, Lake. So, wir fahren jetzt geradeaus weiter. Hier ist rot. Hier ist rot und bleibst jetzt stehen. Und jetzt ist wieder grün. Muss ich hier rüberziehen? Rot. Grün. Sag mal, wie weit ist denn das noch? Ach du Scheiße, ja, okay. Na gut, weiter. Ich würde ja lieber zu Fuß. Gibt's hier keine U-Bahn? Irgendwie so? Huch. Huch. Immer locker bleiben, immer locker hier. Und dann fahren wir jetzt hier rum. Oh, oh, oh. 175 Meter noch. Nice. Ah. Läuft. Ich hab's voll drauf, ne? Als es dieses Auto gefahren. Sind wir denn jetzt bald da? Was ist denn das hier für ein Untergrund? Ey? Geht das vielleicht noch ein bisschen enger? Mir darf auf gar keinen Fall irgendjemand entgegenkommen. Oh, ups. So, ich bleib jetzt hier, ne? Muss hier irgendwie rum. Ich komme hier nicht rüber. Wieso denn? Ja, dann bleib ich hier stehen, ne? So, ich steig mal aus. Wie komme ich denn hier nicht rüber? Das ist ja spannend. So. Tach. Ha. Ist wahrscheinlich so gewollt. Man weiß es nicht genau. Achtung, Leute. Nabend. Meredith Stout. Ich vermute, das warst du am Apparat. Korrekt. So, und jetzt? Ja. Das war ich. Oh. Du Schlappe, denkst du kannst mich erpressen? Bedingungen stellen? Ich hab doch noch gar nichts gemacht, Mann. Hast du noch was zu sagen?
Scheiße, Meredith! Halt's Maul! Was soll denn das? Fertig! Fertig! Jetzt beantwortest du meine Frage. Wahrheitsgemäß. Direkt. Bist du alleine hier? Was ist denn da los? Hab Schutzengel. Mit 50er Kaliber Gewehren direkt zwischen deine Augen gerichtet. Wenn du mich nicht gehen lässt, können deine Handlanger dich zusammenflicken. Sie lügt. Was? Noch so ein Versuch und es sind 2 Millionen Volt, klar? Mich. Ich weiß nicht, was ich tun soll, Mann. Mit Nachsehen. Sofort. Jetzt Jackie, genau Jackie, ich brauch dich. Dieses Stück Scheiße, Anthony Gilchrist. Ist er dein Kontakt? Hat er Infos zum Konvoi durchsickern lassen? Den Typ habe ich noch nie gesehen. Ist wahr. Hallo? Hör zu, ich weiß, wo der Transport ist. Ich kann dir helfen, aber ich will eine Gegenleistung. Ich hab's doch gesagt, verdammt! Ich bin kein Verräter! Wie oft denn noch? Bringt ihn zum Schweigen! Lass mich sofort gehen, sonst... BTF, lass mich gehen. Wie könnt ihr loslassen? Wir wissen, was sie zu sagen hat. Nomade, die Sicherheit deines Konvois weist Lücken auf. Ich kann helfen. Hätten wir nicht gleich normal reden können? Na los! Ja, ist ja gut. Ich höre. Ich nehme das hier. Ich könnte dir mit den Sicherheitslücken deiner Konvois helfen, damit so ein Fiasko nicht nochmal passiert. Kein Interesse. Also, was willst du? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hättest du nicht gleich locker bleiben können? Halt deine scheiß Fresse. Was? Was willst du? Ja, ist ja gut. Ich brauche einen Bot. Einen Flathead. Die Typen, die dich abgezogen haben, haben ihn. Wenn ich den Bot krieg, zeige ich in die richtige Richtung. Hast du einen Plan, wie du sie handhaben willst? Nein. Könnt ihn mir einfach holen. Mit Gewalt. Aber sie erwarten eine Bezahlung. Wäre also auch eine Möglichkeit. Gut, zweiteres. Unter einer Bedingung. Du bezahlst mit unserem Geld. Okay. Klingt zumutbar. Bin dabei. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Manche Splitter, die du in der Welt findest, enthalten hinter Datenverschlüsselung verborgene Informationen. Um einen Splitter zu entschlüsseln, musst du ihn entweder über die Benachrichtigung gleich nach Erhalt öffnen oder ihn später im Tab-Splitter in deinem Journal im Hauptmenü auswählen. Wähle dann Sicherheit hacken, um an die Geheimnisse der Splitters zu gelangen. Okay. Können wir das denn jetzt gleich machen? Bezahl einfach mit dem Chip. Mehr musst du nicht tun. Ich hab ihn jetzt. Okay, ich hab ihn jetzt. Ich weiß doch wieder nicht, wie das geht. Leute, ich und Hacken. Das klappt bestimmt richtig gut. So, wir haben 5, 5. 1C. Okay, fuck you. Was passiert, wenn man es nicht reilt? Versuch mich zu ficken und wir sehen uns schneller wieder, als dir lieb ist. Ja, ist ja gut. Du machst einen Fehler. Die Schlampe ist so gut wie tot. Und sie wird so, da ist meine Karre. So, pass auf, wir versuchen das nochmal. Jetzt mach erstmal das Radio aus, bitte. Oh, nice. Kann ich das ausmachen? Passt eigentlich ganz gut, nee, weil ich gehe nochmal raus. Ist mir gerade ein bisschen zu laut. Ich möchte mich eben konzentrieren. Also, wir gehen nochmal ins Hauptmenü. Nicht in das Hauptmenü, sondern in das Hauptmenü. Und ich habe hier eine... Nee, nicht die Karte, sondern... Nein, geht da woanders. So, nein. Charakter, Journal, Inventar, Item. Wo haben wir das? Im Inventar. Vermutlich. Cyberdeck. Wo haben wir denn Rucksack? Hier. Quick-Hack-Komponenten. Wo haben wir denn die Karten? Hier, ne? So. Wo kann ich denn jetzt? Nee, das sind Sonnekarten.
Quick-Hack-Komponenten. Ich will ja die Chipkarten haben. Die Kohle und so. Datenbank? Wie kann ich? Journal vielleicht? Boah, ich muss das Ding hacken und ich weiß nicht wie, ne? Das ist ja wieder super gut. Wie komme ich denn jetzt wieder auf das Teil rauf? Hier sind übrigens meine Klamotten, die ich geschenkt bekommen habe. Ja, das müssen wir nochmal anziehen. So, wie komme ich da jetzt rauf? Leute, ich muss das jetzt wissen. Inventar. Inventar. Cyberdeck. Ne, das ist es nicht. Schnellzugriff. Lalala. Zugriff. Ich raff's nicht, ne? Wo sind denn die... Wo ist denn jetzt dieser Scheiß... Hier. Datensplitter, oder nicht? Boah, ja, das ist natürlich ein Träumchen. Gut. Das ist aber kein Problem. Ich lese mir das einfach nochmal durch, indem ich mir die Folge nochmal anschaue. Nachdem ich diese hier beendet habe. Und ich bedanke mich jetzt schon mal fürs Zuschauen und vergesst bitte den Daumen hoch nicht, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Macht's gut, ciao.